Gysi das Wort. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Gäste, ich komme jetzt öfter. Das hat aber einen besonderen Grund, denn wir müssen uns jetzt von Genossen verabschieden aus Funktionen, die Hervorragendes für unsere Partei und die Gesellschaft geleistet haben. Ich beginne mit Lothar Bisky. Lothar Bisky ist im Jahr 1941 geboren. Er ist in Schleswig-Holstein aufgewachsen und 1959, also mit 18 Jahren, aus der Bundesrepublik übergesiedelt in die DDR. Damals sind ihm sehr viele entgegengekommen. Er ist ziemlich einsam in diese Richtung gegangen. Und schon das ist doch etwas Besonderes, denn er ist ja ohne Familie gekommen und hat sich für ein Leben in der DDR entschieden, im Jahre 1959. Er hat am Zentralinstitut für Jugendforschung in Leipzig gearbeitet, von 1967 bis 1980. Er hat sich mit Jugendkulturen beschäftigt, mit den Chancen und Merkwürdigkeiten von Fernsehen, Rundfunk und neuen Medien. Er war dann tätig an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED und Gastdozent an der Humboldt-Universität zu Berlin. Von 1986 bis 1990 war er Rektor der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg. Und hier gibt es eine Besonderheit, auf die ich hinweisen muss und die mir für ihn ungeheuer wichtig zu sein scheint. Wir hatten ja viele Genossinnen und Genossen in unseren Reihen Ende 89, 1990, die irgendwelche Leitungsfunktionen ausgeübt haben in der DDR. Und regelmäßig war es so, dass ich Beschwerden bekam von einzelnen Studierenden oder von Dozenten, die mir mitteilten, ja, er hätte aber dieses und jenes gemacht und da hat er sich meines Erachtens daneben benommen etc. Und natürlich, ich kannte ja Lothar Bisky nicht, ich habe ihn das erste Mal gesehen am 4. November bei der Großkundgebung auf dem Alexanderplatz, wo er gesprochen hat, als Rektor dieser Hochschule gesprochen hat, dachte ich, ich würde sowas auch bekommen. Es hat niemals eine einzige Beschwerde aus der Hochschule nach der Wende gegen ihn gegeben. Ganz im Gegenteil. Er ist immer gewürdigt worden, weil er dort wirklich Ausbildung und Vielfalt in jeder Hinsicht ermöglicht hat. Es gibt ja so unterschiedliche Eigenschaften. Also zum Beispiel bei Lothar hat mich und andere gelegentlich gestört, dass er nicht so schnell und sofort etwas entscheidet. Andere sind da schneller. Aber ich sage euch, in dieser Zeit war das eine herausragende Eigenschaft. Die Partei und andere konnten von ihm Disziplinarverfahren verlangen, solange sie wollten. Ihm ist immer was eingefallen, das nicht zu machen. Nicht einen einzigen Studenten bei dieser Hochschule hat er je relegiert. Auch darauf will ich hinweisen. Er ist einfach ein fantastischer Rektor gewesen. Wie gesagt, auf der politischen Bühne erschien er am 4. November 1989. Er hielt dort eine Rede, die auch beachtet wurde, und er brachte sich dann ein, als Rektor, war ja überhaupt nicht nötig, in das Parteileben. Er gehörte zu dem, wie hieß das, Ausschuss, der den außerordentlichen Parteitag vorbereitete und später dann auch zum Vorstand und zum Präsidium der Partei. Und seit 1990 engagierte er sich auch im Landtag von Brandenburg. Er war langjährig dort Fraktionsvorsitzender und er war Vorsitzender unserer Partei von 1993 bis 2000 und dann wieder von 2003 bis 2007. Und dann natürlich war er seit 2007 der Vorsitzende unserer heutigen Partei, der Partei Die Linke. Und ich möchte darauf zurückkommen, dass er von 1993 bis zum Jahre 2000 eine hervorragende Integrationsarbeit in unserer Partei geleistet hat. Eine hervorragende Integrationsarbeit gegen Ausgrenzung, gegen all das, was uns damals beschäftigte. Und dann hörten er auf und ich hörte auf. Heute muss ich das selbstkritisch sagen, weil wir auch ganz aufhörten. Wir waren nicht mehr da. Und ich will gar nichts zu der Entwicklung sagen.
Aber es war so, dass Gabi Zimmer zu mir kam und bat und sagte, das Ganze müsste gerettet werden. Und die Frage stand, ob Lothar noch mal bereit ist, Vorsitzender der Partei zu werden in einer Situation, in der wir drohten, unterzugehen. Und ich muss mal sagen, dieser Mann hat das gemacht. Das sagt sich so leicht. Das war aber für ihn eine extrem schwierige Entscheidung. Und er hat sie getroffen. Und er hat damit diese Partei gerettet. Das ist die Wahrheit. Er hat damit diese Partei gerettet. Klaus Lederer hat darauf hingewiesen, die Verhandlungen zu unserer Vereinigung, das klingt ja hinterher immer so selbstverständlich. Ich weiß, was es da für Stolpersteine gab. Ich weiß, dass mir erzählt worden ist, das Ganze wird nichts mehr. Wenn nicht dieser geduldige Lothar Bisky auf der einen Seite und der unbedingt auch wollende Klaus Lederer auf der anderen Seite gewesen wären, wenn nicht Bodo Ramelow und viele andere geholfen hätten, ich muss das mal sagen, wäre das Ganze nichts geworden. Der Wunsch alleine reicht nicht aus. Und da hat er eine Arbeit gemacht, ohne jede Öffentlichkeit, ohne jedes Medienecho, aber Tag und Nacht gesessen und es geschafft. Auch das verdanken wir Lothar Bisky. Er ist dann zum Vorsitzenden unserer Partei gewählt worden, als wir uns vereinigt haben, am 16. Juni 2007. Und er hat hier mit Oskar Lafontaine die ganzen Jahre fair zusammengearbeitet und auch eine wichtige Arbeit geleistet. Auf dem zweiten Kongress der Partei der Europäischen Linken in Prag 2007 wurde er zum Vorsitzenden der Europäischen Linken gewählt. Und zwar, weil er ein solcher Integrationstyp ist. Auf einen anderen hätten die sich gar nicht einigen können, der bei unseren Unterschieden und Differenzen das Ganze hinkriegt. Und er kriegt es hin. Und er war unser Spitzenkandidat bei der Europawahl 2009. Und ist Ende Juni 2009, nachdem er eingezogen ist in das Europäische Parlament, zum Vorsitzenden der konföderalen Linksfraktion im Europäischen Parlament geworden. Und macht das bis heute. Was kann man über Lothar Bisky sonst sagen? Er ist ein Grübler. Manche Menschen entscheiden schnell, ihm fällt das schwer. Aber das liegt daran, dass er auch nachdenklich ist. Er möchte nicht überziehen. Er ist auch jemand, der nicht wehtun will. Ich weiß gar nicht, ob das eine unangenehme Eigenschaft ist. Ich finde sie sehr angenehm. Und ich finde, dass er hier in unserer Partei dafür Wichtiges geleistet hat. Ich muss natürlich sagen, dass er Einwände schätzt. Ich habe selten jemanden erlebt, der auch so selbstkritisch sein kann. Der plötzlich in einer Situation sagt, ja, das war falsch, das hätte ich anders machen müssen. Auch das hört sich gut an, jeder sagt von sich, er ist selbstkritisch. Aber ich kenne Leute ganz gut, ich kenne auch mich ganz gut und deshalb weiß ich, wie schwer das ist. Und ich kann nur sagen, er kann es. Er ist ein gelassener Mensch, an dem Aktionismus abprallt. Auch das ist wichtig. Linke haben ja vieles, aber nicht Geduld. Aber er hat Geduld. Und der bringt sie uns bei. Und das hat uns sehr geholfen. Ich müsste jetzt von seiner Jugoslawienreise erzählen. Ja, eigentlich muss ich es auch machen. Ich habe ja ein bisschen Zeit. Um ihn kennenzulernen, muss man das wissen. Also zu DDR-Zeiten fuhr er zu einem Medienkongress das erste Mal in das nichtsozialistische Ausland. Und da zählt Jugoslawien dazu, weil man in Jugoslawien zur bundesdeutschen Botschaft gehen konnte, einen Pass bekam und ausreisen konnte in die BRD. Also waren Jugoslawienreisen selten und begehrt in der DDR. Nun also sollte Lothar Bisky hinfahren. Und zwar sollte er als Professor dort sprechen über die Entwicklung unserer Medien. Am Tag vorher kam er in Berlin an und hatte noch kein Visum. Es wurde ihm gesagt, der Ministerpräsident müsse das noch unterzeichnen. Daran sieht man schon die ganze Struktur der DDR. Also wenn ein Ministerpräsident sowas unterschreiben muss. Am nächsten Tag bekam er dann natürlich sein Visum, aber vorher war er bei der Abteilung Finanzen des ZK der SED. Und da saß ein Mann und gab ihm Geld. Und sagte, das ist für die Übernachtung, das musst du abrechnen. Und das ist dein Tagegeld, damit kannst du machen, was du willst. Na gut, er quittierte das, nahm das Geld mit,
dann bekam er durch den Vorsitzenden des Ministerrates noch den Hinweis, er möchte doch über die Singebewegung der FDJ sprechen in Jugoslawien. Da war ihm klar, dass das mit der DDR so nichts werden kann. Und er war auch überhaupt nicht bereit, darüber zu sprechen. Und er reiste nach Jugoslawien. Nun erkundigte er sich dann bei der Rezeption des Hotels, was denn die Unterkunft kostete. Und da stellte er fest, dass er sein Übernachtungsgeld und sein Tagegeld vollständig zur Verfügung stellen muss. Und dann bleibt ihm exakt ein Dinar übrig. Das heißt, Lothar Bisky hungerte sich eine Woche durch Jugoslawien. Ja, passt mal auf, kommt ja noch viel besser. Amerikanische Professoren schlugen ihm vor, gemeinsam einen Kaffee trinken zu gehen. Und er sagte immer, ich habe schon so viel Kaffee getrunken, weil er ja nicht wusste, ob die bezahlen. Und wenn die dann nicht bezahlen, dann wäre er ja am Ende seiner Kräfte gewesen. Also er trank Wasser aus der Leitung und litt vor sich hin. Ich sehe ihn richtig vor mir. Natürlich hatte er für seine Frau kein Geschenk, für seine drei Söhne kein Geschenk, nichts. Am letzten Tag ging er dann runter zur Rezeption und sagte, er möchte bezahlen. Lothar Bisky. Daraufhin sagten die, Sie sind doch aus der DDR. Ja, sagte er. Sagte er, Sie brauchen hier nichts zu bezahlen, für Sie ist alles bezahlt. Was machte er dann? Er ging in das Restaurant und bestellte sich so viel zu essen, dass er anschließend solche Bauchschmerzen hatte, dass er den Rest des Tages im Bett verbringen musste. Nun hatte er aber reichlich Geld und fuhr mit dem Taxi zum Bahnhof und konnte auf dem Bahnhof noch Geschenke für seine Frau und seine drei Kinder einkaufen, was ja auch wichtig war. Dann fuhr er mit dem Zug wieder zurück. Und dann ging er wieder zur Abteilung Finanzen beim ZK der SED und rechnete das ganze Übernachtungsgeld ab, weil er das ja nicht gebraucht hatte, ja nur sein Tagegeld. Und der gute Mann nahm das entgegen, quittierte das auch alles und als es fertig war, sagte der zu Lothar Bisky, aber du weißt, dass du der Erste und der Letzte bist, der hier je sowas abgerechnet hat. Das ist Lothar Bisky, wie er leibt und lebt, damals und heute und in Zukunft. Ich muss euch eine zweite Geschichte erzählen. Im Januar 1990 waren wir auch am Ende unserer Kräfte. Mein Tag hatte immer so 18 Stunden. Und dann schrieb ich eine ganze Nacht einen Brief an alle Mitglieder der Partei. Ich fand den sehr gelungen, sehr wichtig. Ich habe den 8-mal überarbeitet. Und dann tagte das Präsidium. Und ich saß da und las meinen Brief vor und war also noch beim Vorlesen beeindruckt, muss ich sagen. Und dann meldete sich in einem Tempo Lothar Bisky, wie ihr euch das gar nicht vorstellen könnt, und sagte, ich stelle hier drei Anträge. Erstens, dieser Brief ist sofort zu vernichten und darf niemals das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Zweitens, Gregor Gysi wird sofort für 48 Stunden nach Hause geschickt zum Schlafen und darf das Haus nicht mehr betreten. Drittens, alle anderen bleiben hier und erledigen seine Arbeit. Und dann haben die das sofort angenommen, haben mich einfach rausgeschmissen. Das war Lothar Bisky. Leider ist der Brief wirklich vernichtet worden. Ich würde ihn ja heute mal gerne lesen. Es muss ein furchtbares, schwülstiges Zeug gewesen sein. Also einfach schön, dank Lothar, dass du das verhindert hast. Lothar Bisky liebt Filme. Deshalb war er ja auch an der Hochschule. Insbesondere natürlich auch von Stanley Kubrick. Überhaupt alle Schlapphutfilme liebt er. Ich kann das sehr gut nachempfinden. Ich mag die auch. Er liebt aber auch Zypern. Und er liebt Spaziergänge. Und deshalb haben wir uns natürlich auch ein Abschiedsgeschenk überlegt. Also du wirst bekommen, Lothar, einen Geschenkkorb mit europäischen Spezialitäten. Dazu gehören zum Beispiel zypriotische Oliven, die du besonders magst. Und du wirst drei besondere Filmplakate bekommen. Einmal geht es um Wolfs Leben und Verklärung eines deutschen Anarchisten Defa 1973. Einmal geht es um Ein brauchbarer Mann, Defa 1989. Hier hat uns der Titel übrigens inspiriert. Und dann geht es um 001 Odyssee im Weltraum 1968 von Stanley Kubrick. Aber das Geschenk ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass dieser Mann seit Dezember 1989 uns führend begleitet hat. Er hat seine Kräfte niemals geschont. Er hat ungeheuer viel für uns erreicht.
alle Ergebnisse, die wir jetzt eingefahren haben und die wir in Zukunft einfahren werden, wären ohne ihn nicht möglich gewesen. Und deshalb sage ich dir, Lothar Bisky, du hast uns gerettet in Not. Du musst weiter mit deinem Ratschlag zur Verfügung stehen. Wir danken dir für alles.